Hallo und willkommen zu einem neuen Spiel hier auf meinem Kanal. Ihr habt es eh schon im Titel gelesen. Mafia Definitive Edition. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall der erste Teil als Remake mit sämtlichen Inhalten, wo es gab. Falls es da welche extra gab, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Ich habe Mafia noch nie gespielt gehabt. Weder damals noch jetzt der Teil. Soll ja wie GTA sein. Nur halt etliche Jahre vorher. Ja, und wir starten zusammen rein. Ja, dann nur geschaut, ob die Grafik passt. Hilfe, nö, brauchen wir nicht. Ja, ich denke, das passt alles. Also jetzt kommt erstmal ein längeres Intro von dem Spiel. Aber das will ich mir auch anschauen. Und das ist deutsche Sprachausgabe. Was ja schon mal gut ist, man muss nicht ständig irgendwelche Texte lesen. Drei Teile von Mafia, von dem Spiel, gibt's ja. Wurden alle neu aufgelegt mit neuerer Grafik. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das spielt. 1930? Vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Oder noch früher? Vielleicht sieht man ja irgendwann noch eine Jahreszahl. Das ist zu früh. Vielleicht 50er oder 60er Jahre. Wie man sieht, spielt in New York. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee, danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop.
Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Ob das der Hauptcharakter ist von dem Spiel? Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ah, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen, nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis Sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Aha. Also 1930 anscheinend. Jedenfalls spielen das jetzt später. Gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Pauly und Sam getroffen. Was sind das ja? Wohin? Irgendwohin! Schnell! Okay, und wir sind im Spiel. Ich ziehe mit mir in die Kiste auf dich. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger. Fahr! Wie wussten sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal, wir müssen sie abschütteln. Ja, wie viele Autos folgen uns? Nur eins, aber es dürften mehr werden. Er kommt näher. Festhalten! Ich probier was aus! Wir müssen nicht mehr. Diese Kerle. Stell keine dummen Fragen! Wir müssen über den Fluss! Nimm die Giuliani-Brücke! Oh, okay. Geht's deinem Bein da gut? Tut verflucht weh! Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Auch cool, wie wir mit den Pfeilen, wo man lang muss. Hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann macht das. Komm weg hier. Da eine Hupe. Ja,
anschauen. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Ja, ziemlich leer hier in der großen Stadt. Die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Das war die Abkürzung. Okay, waren ja schon weg. Nicht alle. Die Typen mögen euch wirklich nicht, oder? Streit zwischen Geschäftspartnern. Passiert. Und aus dem Bereich hier muss ich wohl raus. Je mehr er weiß, desto eher erlebt er den nächsten Sonnenaufgang nicht. Hab nichts gehört, Jungs. Haha, die haben Staub geschluckt. Wir sind noch nicht durch. Fahr weiter. Da ist doch was. Springen wir mal drüber über die Brücke. Die Straßenaufreißen werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier. Vielleicht. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Dringen. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay, ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Das habe ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Okay, wir sind fast da. Halte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ja. Hauptsache Geld. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto? Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse.
Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Nach der Nacht mit Salieris Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Sie da, Fahrer! Ja, Ma'am? Fahren Sie oder lümmeln Sie rum? Ich fahre, Ma'am. Rumlümmeln, was sonst? Wenigstens mal leben hier. St. Michael's Church. Ohne Umweg. Vorsichtig, bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Naja, jammer nicht. Geschwindigkeitsbegrenzung einschalten. Ach so. Da will ich nicht schneller fahren. Okay. Stellen Sie diesen Lärm ab. Der macht einen doch verrückt. Ja, bitte. Das ist viel besser. Zur Kirche also? Ist schon Sonntag? Augen auf die Straße, bitte. Anscheinend will ich zu schnell fahren. Die Polizei ist da in der Nähe. Ist dann alles gut. Der Weg Tempomat hier, das Ding. Okay. Jetzt will ich auch mal schauen, ich will eine Hupe haben. Hier. Kontern, das ist Kämpfen, Handbremse, Huben ist T, okay. Ja. Ja, auch gleich was. Komm, fahr zu. Halten Sie hier an, beim Park. Hier, bitte, St. Michael's. Das macht 30 Cent. Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Rauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Klar, wie Sie meinen. Diese Italiener sind alle gleich. Was soll ich absuchen? Hinter dem Wald in den Fahrgast, okay. Fahren. Die hat Nerven. Da ist so ein Fahrgast. Kann ich hier durch? Hallo hier, Taxi, komm. Gleich ein. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Schnell. Blöd. Haben Sie heute frei? Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Da draußen gibt's keine Arbeit. Arbeit gibt es immer. Man muss sie nur finden. Verstehe. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich habe diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Also ja, Mensch, was machst du wieder, Kumpel? Geht das in Little Italy als Autofahren durch?
Ich habe diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Also ja, ich darf beschäftigt sein. Sehr beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass Sie das irgendwas anginge. Verstehen Sie vielleicht, wenn Sie mal richtige Arbeit finden. Bis dahin, fahren Sie und lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ja, schon kapiert. Es könnte aber knapp werden, wenn es noch heute weg ist. Und weg der Polizei. Bleiben Sie vor der Galerie stehen. Bleibe ich. Danke, Mann. Hier sind 50 Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ich werde es versuchen. Was hupst denn du? Ich park doch hier. Echt nur Arschlöcher heute. Auf zum nächsten. Hier, komm. Oh Mann, du siehst fertig aus. Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fusel. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. War ich doch schon. Okay, ich erzähle den Bullen nichts von ihrer Schnapsfahne und sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Gute Fahrten dabei heute? Ein paar, aber man kann nie genug haben. Wer kann sich schon eine Taxifahrt leisten? Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Hector. Mag sein, wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. Meine Güte. Und ja, ein Stuss zusammen hier. Was da? Gleich da vorne an der Ecke, bitte. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Danke. Mach ich vielleicht. Hey, verdammt, was ist jetzt los? Na, Kumpel, kennst du mich noch? Ja? Mr. Morello ist etwas sauer. Solltest Salieris Schläger nicht helfen, hä? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen, damit du nicht vergisst, wer in dieser Stadt das Sagen hat. Wirst du bald Probleme mit dem Laufen haben. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los, auf ihn. Okay. Ich dachte schon sprinten. Ja, gemein. Die haben Waffen. Ich hab keine. Sprung aufkult. Rauskult.
da. Alles gut, Junge? Dino, Blue, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Tja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Ups. Also gut. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir los. Danke. Ist das Mindeste. Komm mit! Sagen wir dem Don Hallo! Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Na gut, ich sag mal, hier mache ich einen kleinen Cut und ja, beende schon mal die erste Folge hier von Mafia. Jetzt gefällt es mir recht gut. Gut, ich bin nur hauptsächlich Taxi gefahren, aber die Grafik ist schön. Die Dialoge sind auch nicht schlecht. Ja, wie es hier weitergeht in dem Spiel, könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich bei der nächsten Folge sehen. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und dann.